Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Der Morgengraut. Geht in Formation! Solcher Gewalt fähig. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt, Cesare will selbst König sein. Weitere Truppen vor uns. Euer Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. Und an diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater einst geschrieben. Bitte Gott, lass mich leben! Bitte Gott, lass mich leben! Die Menschen müssen begreifen. Darum kümmere ich mich. Nun, zumindest nüchtern.
verschänden sie, führen sie ins Verderben. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in deinem Namen immer zu. Tyrannen sterben. Fallen der. Nein, bitte! Ich bin ein Freund! Mich wird nur noch wenig zurück, Stronzo! Übertreib es nicht! Es wird immer schlimmer. Was will ich mit euch? Erledigt sie, bevor sie angreifen! Bitte! Das ist was. Ihr solltet damit aufhören, verstanden? Schon wieder? Wann wird dieses Morden enden? Erledigt sie, bevor sie angreifen! Ihr habt hier nichts verloren. Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon! Ouvrez! Ihr könnt Französisch. Es gab ein paar Französinnen, Firenze. D'Italien! Regardez-le! Il a honte de ce qu'il est! General Dalviano, anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen! Lass dir Glocken wachsen und gib mein Weib frei! Ihr Wilden lernt es nie. Ihm nach!
Horatio! Ihr müsst mein Weib retten! Nehmt das Dach! Kapone! Thank you.
Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte, requiescati in pace. Penthesilea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Freunde! Schickt mir eure Freunde. Um Gottes Willen. Hört auf!
wir, Romulus.
beste Schmiedekunst zu den besten Preisen. Ich habe viele. Wir haben ein Angebot zum Saisonende. Nur erhältlich in der Familienspiele. Wie Romulus. In Vero. Es ist fahrlässig, hier vorbeizugehen, ohne sich meine fantastischen Waren anzuschauen. Und ich? Lavorate!
Aroma aus diesem Borgia-Albtraum erwacht. Wurde in der Nähe gesichtet. Seid wachsam. Er muss gefasst werden. Calma, hey, was machst du denn? Gottes Namen hat euch dazu veranlasst. Giornata. Un'opera degna di un papa. Seid ihr stolz auf diese Farben? Vergogna! Borgia Stiefelecker! Chiavi del demonio! Die Räte der Rioni und die meisten Läden der Gildemitglieder besitzen die nötigen Wagen, um die Echtheit der Münzen zu überprüfen. Die Strafen für Fälschung offizieller Münzen sind... Seht euch meine Angebote an!
zeigt eure edle Herkunft mit meinen feinen Gewändern. Eine Warnung an alle, die die Wohltuende... Wirkung der Thermalquellen von Tarantino suchen. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat die Therme unbenutzbar gemacht. Es gab bereits mehrere den Hölle schleifen. Oh, ben trovato! Die Gemeinde von San Duarte vor sich herträgt, wird gesegnet durch die Hervorholung weiterer Reliquien und St. Ursulas linkem Arm. Einzelheiten an der Kirchentür. Hat sich das Böse hier versteckt? Ja, das... Vertraute. Das war's. Kommt jederzeit wieder zu mir. Verbringt mehr Zeit im Hause Gottes, mein Sohn. Nein, nein.
elegante Art der Fortbewegung. Eine Schärpe aus feinster Atlasseide würde eure fade Tracht sicherlich beleben. Großer Abverkauf, kommt! Ehrt mich bitte wieder. Galvania hat sich nun bis an die unteren Regionen ausgebreitet. Auch wenn es drastisch erscheint. Der Senat ordnet an, dass alle Schweine so... Ja. Steh langsam auf. Ich muss mich konzentrieren, Desmond. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir reden später.
und komm vor Sonnenaufgang zurück. Da sind ein Headset und eine Uhr. Die? Ja, nimm sie mit. Manchmal fühle ich überhaupt keine Bindung mehr zur Realität. Fast ein Jahrzehnt meines Lebens futsch, für die Suche nach diesen Edensplittern. Denk an das schöne Gefühl, wenn wir die Templer endlich gestoppt haben. Ich weiß nicht, ob das jemals endet, Desmond. Ich kann das nicht ewig tun. Das glaube ich nicht. Meine Lucy brachte mich her und bildete mich aus. Die würde nie aufgeben. Schätze, ich habe dich gut ausgebildet, wie? Na, ganz okay.
Sonnenaufgang zurück sein. Ja.